Bevor man das erste Mal im Ramadan fastet, sind viele ängstlich und wissen nicht, ob sie es tatsächlich schaffen, für einen scheinbar so langen Zeitraum auf einige Dinge zu verzichten. Freiwilliges Fasten liefert in diesem Zusammenhang eine perfekte Möglichkeit, das Fasten zu üben, während man darüber hinaus auch noch belohnt wird. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Fasten außerhalb des Ramadans gehört zu den besten freiwilligen Taten, die ein Muslim machen kann. Solche Taten werden auch Nährfehler genannt. Also solche Taten sind nicht verpflichtend. Und da sie nicht verpflichtend sind, begeht der Muslim auch keine Sünde, wenn er sie jetzt nicht macht. Er wird jedoch sehr stark dafür belohnt, wenn er sie verrichtet. Bevor man das erste Mal im Ramadan fastet, sind viele ängstlich und wissen nicht, ob sie es tatsächlich schaffen, für einen scheinbar so langen Zeitraum auf einige Dinge zu verzichten. Nun, freiwilliges Fasten liefert in diesem Zusammenhang eine perfekte Möglichkeit, das Fasten zu üben, während man darüber hinaus auch noch belohnt wird. Gleichzeitig darf man sich aber nicht überanstrengen, sondern sollte sich stufenweise an das Fasten herantasten, ohne dass man dabei aber nachlässig wird. Es gibt verschiedene Tage, an denen das Fasten ausdrücklich empfohlen ist. Erstens Montag und Donnerstag. Das waren die Tage, an denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig fastete. Und das Schöne ist, die beiden Tage wiederholen sich jede Woche. Du hast also jede Woche die Möglichkeit, das regelmäßige Fasten zu trainieren und es im besten Fall sogar zu einer Eigenschaft von dir zu machen, die du nicht mehr unterlässt. Ja? Viele Wissenschaftler loben das regelmäßige Fasten. Und es gibt auch einen immer größer werdenden Trend, man nennt das die 5-zu-2 Ernährung. Dabei geht es darum, dass man 5 Tage die Woche sich ganz normal ernährt und 2 Tage sehr stark verzichtet. Genau das haben wir im Islam. Wir brauchen keine Wissenschaft, um den Islam zu bestätigen, aber es ist zumindest ein sehr interessanter Punkt, dass auch moderne Wissenschaft immer wieder islamische Rituale bestätigt. Also Montag und Donnerstag. Zweitens, der 10. Tag von Muharram, also das ist der erste islamische Monat im islamischen Mondkalender. Und der 10. Tag dieses Monats besitzt einen ganz besonderen Namen, und zwar nennt man ihn Ashura, bestimmt schon mal gehört. Und der Lohn dafür, den man an diesem Tag bekommt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten am Tag von Ashura ist eine Sünde für das letzte Jahr. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein anderes Mal über das Fasten am Montag befragt wurde, worüber wir gerade gesprochen haben, da hat er gesagt, dass es der Tag ist, an dem er geboren wurde und der Tag, an dem er die erste Offenbarung erhalten hat. Also quasi so ein, ja, so eine Art Feiertag, also es ist kein Feiertag, sondern wir feiern, indem wir fasten an diesem Tag. Ja, die 6 Tage im Monat Shawwal sind auch noch eine Möglichkeit zu fasten, also der Monat Shawwal ist genau der Monat nach dem Monat Ramadan, also der 10. Monat im islamischen Kalender. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der während des Monats Ramadan fastet und dann danach noch 6 weitere Tage im Monat Shawwal, also die müssen nicht hintereinander, sondern können auch abgewechselt werden, der wird belohnt, als hätte er das ganze Jahr gefastet. Man muss aber eine Sache wissen, es ist verboten, am Tag von Eid zu fasten, also an dem Feiertag direkt nach Ramadan, da darfst du nicht fasten, aber danach kannst du eben den ganzen Monat fasten. Und die müssen auch nicht aufeinander folgen, wie gesagt, du kannst sie also separat fasten, du kannst einen Tag machen, einen Tag auslassen, du hast dafür, wie gesagt, den ganzen Monat Shawwal dann Zeit. Viertens, der 9. Tag von Dhul-Hijjah, also ist der 12. islamische Monat. Und es ist der islamische Monat, in dem die Hajj verrichtet wird und wird auch Dhul-Hijjah deswegen genannt, wegen der Hajj. Und nun der 9. Tag dieses Monats ist der Tag von Arafah. Und es wird sehr stark empfohlen, dass derjenige, der die Hajj nicht macht, dass er diesen Tag fastet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten am Tag von Arafah ist eine Sühne für 2 Jahre, das vorangegangene Jahr und auch das Folgejahr. Die Unterschiede zwischen dem Fasten im Ramadan und dem freiwilligen Fasten. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen dem Fasten im Ramadan und dem freiwilligen Fasten. Unter anderem hinsichtlich der Absicht. Sie kann für das freiwillige Fasten während des gesamten Tages noch gefasst werden. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir an, dass du jetzt zum Fajr-Gebet aufstehst und hast gebetet natürlich und hattest noch nicht die Absicht, an diesem Tag zu fasten. Dann guckst du in den Kühlschrank rein, du siehst, da ist nichts zu essen. Ja, dann faste ich einfach. Und das funktioniert. Aber es geht nur beim freiwilligen Fasten. Natürlich, also dazu gehört alles. Ja? Du darfst ab dem Fajr-Gebet eben auch keinen Geschlechtsverkehr gehabt haben, nichts gegessen haben, nichts getrunken haben. Wenn das alles eintrifft, dann kannst du jetzt noch dein Fasten anschließend bestimmen oder deine Niyyah, also deine Absicht dazu sprechen. Und der Beweis dafür ist der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Aisha, von ihr gesagt wird, der Prophet kam eines Tages zu uns und sagte, habt ihr irgendwas zum Essen? Und dann sagten sie nein und er hat gesagt, dann faste ich. Was aber das Pflichtfasten im Ramadan oder das Nachholen von verpassten Tagen des Ramadans angeht, so musst du in der Nacht vor dem Fasten schon die entsprechende Absicht gefasst haben. Ja, also hier geht es nicht während des Tages. Und ein weiterer Unterschied ist, dass es für jemanden, der freiwillig fastet,
Er erlaubt es, sein Fasten abzubrechen. Und er bekommt dafür auch keine Sünde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der freiwillig fastet, der ist verantwortlich für sich selbst. Wenn du willst, darfst du fasten und wenn du willst, darfst du dein Fasten auch abbrechen. Beim Pflichtfasten im Ramadan kannst du nicht einfach so abbrechen. Abu Sa'id al-Khudri sagte, ich habe Essen für den Propheten vorbereitet. Er kam zu mir mit einigen seiner Gefährten. Und als das Essen dann serviert wurde, sagte einer der Männer, ich esse nicht, ich faste. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dein Bruder hat dich eingeladen und hat Ausgaben zu deinen Gunsten getätigt. Und dann hat er ihn aufgefordert, brech dein Fasten ab. Und faste anstelle von diesem Tag an einem anderen Tag, es ist doch freiwillig. Und subhanallah, deswegen, wenn du eingeladen wirst, darfst du dein Fasten auch unterbrechen. Ein Fastentag, also im freiwilligen Fasten, ne? Ein Fastentag im Monat Ramadan ohne einen genehmigen Grund oder du wirst irgendwo eingeladen, da kannst du nicht einfach so sagen, nein, ich faste, aber ich breche es für dich ab. Nein, das geht nicht. Im Ramadan natürlich nicht. Freiwillig, ja. Und versuch schließlich, so oft du kannst, freiwillig zu fasten. Denn die Belohnung dafür ist gewaltig. Es gibt eine spezielle Tür im Paradies, durch die nur die Fastenden reingehen werden. Und diese Tür heißt Ar-Rayyan. Dort kommt kein anderer durch, außer derjenige, der regelmäßig fastet. Und das war eigentlich so das Wichtigste zum Thema freiwilligen Fasten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei helfen, dass wir durch die Tür Ar-Rayyan durchgehen können. Möge Allah azza wa jal uns zu rechtschaffenen Dienern machen. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.